Hallöchen, ihr Lieben, zu einem kleinen Mini-Let's Play. Sollte tatsächlich nur eine Folge lang sein, schätze ich jedenfalls mal. Wir spielen Pavor Nocturnus. Das ist Latein für Nachtangst. Und es handelt sich dabei um ein Point-and-Click-Horror-Adventure von Tom Delling. Das hat er entwickelt für den Asylum Jam. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall scheint das so ein Spontan- oder Schnellspiele-Entwicklungswettbewerb zu sein mit dem Thema Horror. So, und wir starten einfach mal. Das Licht ist aus. Wieso hat Sal mich nicht geweckt? Oh, okay. Verstehe. Das scheint mit so realen Bildern halt zu sein. Und hier habe ich einen Fall, also nehme ich den mal. Da haben wir also gelegen. Alles ziemlich steril und gruselig hier drin, muss ich sagen. Okay. Hier scheint nichts weiter zu sein. Wow, hier sind echt viele Wege. Okay. Jetzt weiß ich nur nicht so ganz genau, von wo wir kamen. Kamen wir von da? Nee, das hier scheint... Ey, das ist ein Schlüssel. Ja, das ist ja schon mal super. Und da haben wir ein Bild. Oh, meine zwei Mädchen. Sie müssen wohl spazieren gegangen sein. Süß. Sie sehen so wundervoll aus zusammen. Hier scheint sonst nichts zu sein. Ah. Ah, Peach ist langsam zu groß dafür. Wahrscheinlich ist das wirklich die Wohnung des Entwicklers. Oh. Ist das Sal's Haar? Oh, das ist aber nicht gut. Also Peach ist... scheinbar der Hund und Sal ist seine Freundin. Ach du Schande. Was ist denn jetzt passiert? Oh nein. Nein, ich will nicht. Bitches, sie sind also nicht rausgegangen, hä? Die Gesichter sind jetzt auch so verschwommen, dass das durchgestrichen. Hab ich danach gesucht? Oh oh. Voll gruselig. Wo ist dieser verdammte Hund? Oh, er verändert sich auch. Also, wenn das überhaupt ein Er ist. Das weiß ich gar nicht so sicher. Wartet mal. Ja, doch, klar. Oder? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass... Was sind das für Kratzgeräusche? Nee, das berühre ich nicht. Okay. Ah, jetzt kann man auch... Ah, von hier kamen wir. Alles klar. Was ist da? Oh, Mann. Das werde ich benutzen. Sie hat vergessen, das mitzunehmen oder zu nehmen. Keine Ahnung, wie das gemeint ist. Also ich gehe mal davon aus, dass er halt der Freund ist oder der Mann. Und deswegen auch gesagt hat, meine zwei Girls. Ah, ach so, das hat er benutzt, um da anfassen zu können. Wie ist das hierher gelangt? Nee, das finde ich nicht gut. Lass das, bitte. Ich geh mal weg. Oh! Oh, verflixt. Oh Mann, das verändert sich ja andauernd. Dieses blöde Miststück hat das absichtlich hier zurückgelassen. Sie lässt nicht zu, dass ich sie vergesse. Okay. Oh, bin ich das? Oh. Das, okay. Ich will nicht. Was ist das? Ew, so... Was zur Hölle? Das ist echt ein bisschen gruselig. Bitte nicht! Ich kann nichts tun! Was ist jetzt passiert? Okay, ich stehe wieder auf. Also war es nur ein Traum? Ich kann nur hoffen, dass es nur ein Traum war. Dazu sagt er jetzt gar nichts mehr. Wieso ist das überhaupt hier? Ach so, das ist wirklich der Ausgang der Wohnung. Verstehe. Ich hätte das schon vor langem loswerden sollen. Ich kann jetzt nicht arbeiten. Was hat das zu bedeuten? Ich würde fast sagen, er hat... Ich glaube, er hat den Hund umgebracht. Wahrscheinlich, weil der Hund ihn erinnert hat an seine Verflossene. Von der er nicht so richtig losgekommen ist. Also das wäre jetzt so meine
mein Versuch einer Interpretation, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das war ja wirklich mega kurz. Also so kurz hatte ich das nun auch wieder nicht erwartet. Aber okay, der Jumpscare hat ganz gut gesessen, wobei ich es schon erwartet hatte. Aber manchmal ist es ja am schlimmsten, wenn man es erwartet. Ja, okay, das war's leider schon, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.